Was braucht man bei Alone Deutschland in Vancouver Island, um 63 Tage zu überleben? Welche Ausrüstung? Dieser Mann hat's gemacht. Und wenn es dich interessiert, da bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Ich habe hier den Martin Linke dabei. Martin hat einen eigenen YouTube-Kanal. Schaut dort mal vorbei. Aber wir wollen die 10 Gegenstände, die man braucht, um dort zu überleben, ja, anzuschauen. Bogen, aber das ist das Unwichtigste. Was ist das Wichtigste überhaupt? Ich glaube, das Wichtigste ist schon eine Plane. Eine Axt, eigentlich ist alles wichtig, Reini. Wir müssen uns alles mal anschauen. Die habe ich tatsächlich aus Amerika, weil ich eine spezielle Größe brauchte. Und das ist halt so eine richtig schöne, krasse Gewebeplane, weil ich halt was Robustes wollte, was mich halt auch vor Wind und Wetter schützt. Und das Ding hat super funktioniert. Das hat hier nochmal so Metallösen drin. Und Fun Fact, meine Plane, die war innen silber und außen schwarz. Ich wollte, dass die Sonne möglichst viel Wärme in die Plane aufnimmt. Und innen silber, damit es irgendwie das Licht und auch die Wärme reflektiert, wenn ich da in meinem Shelter hocke. Und der Kostenpunkt? 30 Euro plus 50 Euro Versand. Boah. Ja. Nummer 2 ist ein Schlafsack und den zieht er gerade an, und zwar einen Carinthia Survival One. Was, dieser Schlafsack? Hä? Geiler Schlafsack, hält super warm. Und das Coole ist, ich habe hier Arme dran. Ich kann hier meine Arme durchstecken. Und hinten am Arsch diese kleinen Klipse. Einfach hinten das Sackel reingekloppt. Und damit habe ich wie so eine Art Poncho und kann direkt damit arbeiten. Der ist aber urschwer, der ist fast wie ein Defense 6, also nicht ein Defense 4, sondern ein Defense 6. Aber bei dir war es egal, oder? Wir waren da statisch unterwegs. Ich hatte meine Hütte, mein Häusle, und da war es mir scheißegal, wie viel das Ding wiegt. Das ist quasi ein Defense 6, bloß mit Armen. Wenn du nicht weißt, was Alone ist, es geht darum, in Vancouver Island so lang wie möglich durchzuhalten, um dann irgendein Preisgeld zu gewinnen. Ja, ne? Genau. 63 Tage? 63 Tage im Winter, Vancouver Island. Der mieft aber schon ein bisschen. Okay, 63 Tage ist klar. Gut, also warm hattest du es, aber du brauchst doch sicher auch Feuer, oder? Ja. Der Böse hatte nicht meinen Feuerstahl, sondern hat sich selber was gebastelt. Und zwar, was ist das überhaupt? Ja, schaut's her, das ist ein Feuerstahl, und ich habe mir hinten einen kleinen Griff gebaut aus Kienspan. Es war erlaubt, einen Holzgriff zu haben, und ich wäre schön blöd, wenn ich nicht das Maximale raushole. Aber deiner ist natürlich auch super toll. Meiner ist nicht nur super toll, sondern den findet man auch wieder. Aber egal. Und wie oft hast du damit Feuer gemacht? Tag 9 habe ich das erste Mal Feuer gemacht, ja, und dann jeden Tag bis Tag 63. Und der hat sich aber schon ganz schön abgearbeitet. Also, wenn man länger draußen bleibt, ist einfach ein fettes Teil besser als ein kleines. Da gibt es auch andere Dinge, wo das so ist, aber egal. Viel hilft viel. Reden wir endlich mal über Werkzeuge. Du hattest kein großes Messer dabei, sondern was? Ja, ich hatte nur ein Multitool und natürlich meine super tolle Axt dabei. Mit der habe ich alles gemacht. Die war rasiermesserscharf. Und schaut mal her, ich habe hier jeden Tag eingeritzt in meine Axt. Herrlich. Damit ist die Axt sozusagen auch dein Terminkalender gewesen. Nicht nur das, sondern auch, das war einfach ein Regelprozess. Ja, das war eine Routine, was für draußen ganz wichtig ist. Und noch kleiner Fun Fact: meine Scheide hat sich hier komplett eine Maus gegönnt, komplett angefressen. Grains Forst Axt, geben wir natürlich auch den Link. Und wie hast denn du das scharf gemacht? Scharf habe ich es gemacht mit meinem Multitool. Leatherman Charge Titanium. Ich habe gehofft, es rostet nicht. So war es leider nicht. Aber mit der Feile habe ich jeden Abend meine Axt einfach noch mal ein bisschen abgezogen. Aber du hast auch ein bisschen umgebaut, oder? Ja, richtig. Ich habe mir eine Klinge ausgetauscht. Boah, es ist schon so verrostet. Ich habe mir eine Klinge, die Wellenschliffklinge, die drin war, habe ich ausgetauscht mit einer normalen Klinge, mit einer glatten Klinge, weil ich bin nicht so ein Fan von Wellenschliff. Und ich habe mir aus dem Schraubenzieher einen kleinen Beitel gebaut. Ein Beitel? Ein Beitel. Ah, ein Stichbeitel. Ja, zum Holz bearbeiten, aber vor allem auch, um die Limpets von den Steinen zu kratzen. Das sind so kleine Saugnapfmuscheln, ja, die du dir von den Steinen runtergearbeitet hast. Ja. Und 63 Tage und das Ding ist verrostet. Das nächste Mal eher ein Victorinox nehmen, oder? Wäre eine Möglichkeit. Billige Eigenwerbung gibt es natürlich bei mir im Shop. Aber was hattest du noch mit dabei? Sollte dir das alles viel zu schnell gehen und du ein ganzes Interview sehen wollen, wo er erklärt, warum, weshalb und sowas und überhaupt, dann komm am René Rossmann Kanal vorbei, hier beim i klicken und unten im Beschreibungstext, und da erfährst du einfach alles. Aber weiter im Text mit der XXXL-Säge. Okay. Große Jungs mögen große Spielsachen, also habe ich mir die größte Säge überhaupt geholt. Die Silky Katana Boy 65, 65 cm, brachiale Sägeleistung. Das Ding war Hammer. Und wie ihr sehen könnt, hat das aber auch schon gut durch das Salz und durch das Wasser gelitten.
Gut, der Katana-Pole ist natürlich auch wirklich, das ist das Segel. Also da, schau mal her. Also das ist schon eine Geschichte. Aber eine Frage, würdest du eher eine Axt oder eher eine Säge mitnehmen, wenn du nur eines mitnehmen dürftest? Dann wär's die Axt. Ja. Fix die Axt. Unkaputtbar, immer zu schärfen, geiles Teil. Und sag mal, Martin, warum hast du nicht einen Big Beaver oder irgendein anderes großes Messer mitgenommen? Warum kein großes Messer, sondern eine Axt? Ja, eine Axt kann halt nochmal deutlich mehr. Du kannst da deutlich mehr hacken und war für mich die erste Wahl. Eine Axt ist für mich immer die erste Wahl. Und ich gebe es zu, ich hätte wahrscheinlich auch eine Axt genommen und kein großes Messer. Aber gut, waren das alle Tools oder hattest du noch was? Das waren jetzt erstmal alle Tools. Jetzt kommen wir zum Essen. Topf. Der schaut aber ziemlich vergammelt aus. Es kommt auch auf die inneren Werte drauf an. Ja, da hast du natürlich recht. Was ist das? Das ist ein 10 Zoll Topf von GSI Outdoor aus Aluminium. War mir auch sehr wichtig wegen dem ganzen Salzwasser. Und unkaputtbar, leicht, gute Wärmeleitfähigkeit. Und damit habe ich das wenige Essen, was ich gefunden hatte, da gekocht. Und der Deckel ist automatisch auch gleich? Eine super Pfanne. Schaut her, die ist so ein bisschen gewölbt, ins Feuer gelegt, oben das Essen drauf. Mua. Also GSI Outdoors 10 Zoll. Ja, und was hast du da drin gekocht? Da wirst du ja irgendetwas gebraucht haben, um da was reinzukriegen, oder? Ja, bei mir waren es erst mein Lachs, dann mein Gammellachs, dann, ich habe es dir ja schon erzählt, das ein oder andere Essen hat nicht ganz so gut gemundet. Da ist auch mal was wieder zurückgekommen in den Topf und dann wurde ich zum Wiederkäuer. Also den Gammellachs wirst du ja wahrscheinlich einfach so gefunden haben. Ja, der lag da leider so rum. Aber das hast gut du gegärt. Gut gegärt, ja. Pfui Teufel. Aber was hast du denn gefangen und wie hast du das gefangen? Ich habe Lachse gefangen und zwar mit ein paar Haken. Wir durften Haken mitnehmen und mit meiner super tollen, geilen Spule. Ich habe mir ja einfach aus 3D was drucken lassen, die Schnur rumgewickelt und konnte mir dann relativ einfach eine Angel bauen und hatte hier eine Rolle. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Wie viel Lachse hast du gefangen? Ungefähr? Ja, 4-5 Lachse auf jeden Fall. Ja, das. Und das waren ja auch richtige Klopper. Ja, das lässt sich sehen. Also das war dein Fishing-Kit und das war ein Gegenstand sozusagen. Das war ein Gegenstand. Hast du auch was gejagt? Ich habe gejagt. Willst du wissen, mit was? Ja, unbedingt. Dann schauen wir es uns an. Ja, Reini, hier haben wir meinen Bogen. Das ist ein Fred Eichler von Bär. Cooler Takedown-Bogen. Traditionell, mit dem man wirklich auch noch traditionell zielen muss. Keine Zielvorrichtung, kein Schnickschnack, kein gar nichts. Reiner Jagdbogen. Und dazu gehören natürlich auch die Pfeile und die Spitzen. Wow, okay. Das sind mal wirklich Jagdspitzen. Du hast drei unterschiedliche Typen und zwar? Für Kleinwild, für so eine Allround-Spitze, für so ziemlich alles. Und das super scharfe Teil für die großen Brocken. Du hast mir gesagt, drei von diesen Pfeilspitzen, diesen speziellen Pfeilspitzen, kosten über 100 Euro? Ja, ungefähr. Ja. Aber da weiß man auch, was man hat. Okay. Qualität kostet. Das benutzen die Bogenjäger in den USA. Und wie viel Pfund hat das Teil? Der hat 44 Pfund bei meinem 29 Zoll Auszug. Das reicht für so ziemlich alles da draußen. Hast du was erwischt? Leider nein. Ah. Aber das waren jetzt nur 9 Gegenstände, oder? Ja, einer fehlt noch. Und zwar? Paracord. Und dazu habe ich auch eine Frage. Dieses Paracord hattest du ja auch tatsächlich mit in dieser Farbgebung. Willst du uns damit irgendetwas sagen? Nein. Tatsächlich, der Paracord ist Hammer, weil du den überall siehst. Der geht dir nicht verloren. Und ja, damit habe ich zum Beispiel auch meine Jigs und meine Fliegen gebastelt. Und ihr seht zum Beispiel auch so kleines Goldlametta drin. Das hat mir geholfen, meine Lachse zu fangen. Jetzt sag mal, du hast den Goldfaden hier rausgezogen und dann eine Fliege daraus gebunden. Genau so sieht's aus. Das nenne ich mal wirklich multifunktional. Wie viele Meter hattest du mit dabei? 80 Meter und ja, was soll ich sagen? Dumm kann man sein, man muss sich nur zu helfen wissen. Warum? um Lachse fangen zu können. Danke Martin für den kleinen Überblick. Wenn dich mehr interessiert, dann schau am Reini-Rossmann-Kanal vorbei oder direkt bei Martin. Da gebe ich dir auch den Link zu seinem Kanal. Da kannst du mal umschauen und dich in das Ganze reinschauen. Und Martin, ich sag nur eins. Martin, hast du wirklich Gammellachs gegessen? Ja, der Hunger treibt es fein.